سلام دوستان گرامی، امیدوارم خوب و سلامت باشین. میخوایم بریم سراغ عبارت ده این هابه و ده این هابرین و ده لادن این هابه. اگه از این ویدیو خوشتون میاد لطفا لایک بزنید، لطفا به دوستان خودتون معرفی بکنید و اینکه زنگوله رو به فشار بیارید، ویدیوها به موقع به دست شما میرسه. اگه سابسکرایب هم نشدید سابسکرایب بشید که دیگه واسه خودتون عالی هست، چون که همیشه با من همراه خواهید بود. هر روز من یک ویدیو آپلود میکنم. اوکی، بریم ببینیم این خبر جریانش چیه. در اون سوفرید نه دی اون سوفرید نکوندن ادو جمع ها جمع هستش اینجا. اون سوفرید نکوندن بشویرن sich beim Inhaber des Geschäfts über die Unfreundlichkeit seiner Angestellten. اون مشتریایی که ناراضی هستن شکایت میکنن. بشویرن sich بشویرن heißt شکایت کردن. کجا بشویرن sich؟ بشویرن sich beim Inhaber. Also bei dem Besitzer, bei dem Eigentümer des Geschäfts oder des Ladens oder des Betriebs oder der Firma, worüber über die Unfreundlichkeit seiner Angestellten. Also man kann sich über eine Sache beschweren, immer. Man kann sich auch bei jemandem beschweren. Das kommt immer, das sind die Präpositionen dafür. Gut. Wir sagen die unzufriedene Kundschaft. Anstelle Kunde können wir auch von Kundschaft sprechen. Also, die unzufriedene Kundschaft beschwert sich, also das ist jetzt, Kundschaft ist Singular, beschwert sich in erster Linie, also bevor sie woanders hingehen, in erster Linie als erste Person kommen Sie zu dem Ladenbesitzer, also beschweren sich beim Ladenbesitzer. Also Ladeninhaber können wir auch sagen, Ladenbesitzer. Also ich meine, Geschäftsbesitzer kann man, Geschäftsinhaber kann man auch sagen. Aber wir benutzen jetzt hier Ladenbesitzer, weil wir denken, das ist eine Marose, ist Dukun Marose, Ladenbesitzer. Über das kundenunfreundliche Service. Kundenunfreundliche Service. Kundenunfreundliche, das ist ja, es ist hier Adjektiv hassisch. Also, da gibt es ein schlechtes Service und da beschweren sich die Leute über diese Kundenunfreundlichkeit oder unfreundliche Service. Der Eigentümer des Geschäfts nimmt die Beschwerde der Kunden über den unfreundlichen Umgang des Angestellten entgegen. Also man kann auch eine Beschwerde entgegennehmen, in schriftlicher oder in mündlicher Form entgegennehmen. Yani daryoft kardan. Es ist offiziell gesagt. Also ich nehme Ihre Beschwerde entgegen, yani qabul mikonam, beschwerden migiram, oder قبول میکنم، فقط میگیرم، قبول داشته باشم یا نداشته باشم اون داستان سوایی هستش. اون به جای سرویس هم میتونیم اومگانگ بگیم. Also der Umgang der Angestellten oder Verkäufer ist nicht gut gewesen. Sich über etwas beschweren heißt es. Sich über etwas beklagen kann man auch sagen. Mosern, das ist ein bisschen umgangssprachlich, mosern oder monieren. Monieren ist auch, ja, kann man sagen, monieren ist nicht umgangssprachlich, aber mosern schon. Reklamieren, eine Reklamation. Reklamation ist auch eine Beschwerde, also etwas, wenn man etwas zurückgeben will, dann reklamiert man das. Man sagt, dass es nicht gut gewesen ist. Man kann auch eine Beschwerde loswerden. Also wenn ich Ihre Beschwerde entgegennehme, dann sind Sie Ihre Beschwerde losgeworden. Wenn ich es entgegennehme, dann haben Sie es nicht mehr in der Hand, dann haben Sie es mir gegeben, Sie sind es losgeworden. Also ich wollte meine Beschwerde nur loswerden. Ich bin hier, um meine Beschwerde über den unfreundlichen Umgang Ihrer Mitarbeiter loszuwerden. So kann man das sagen. Was macht ein Arzt, wenn man beim Arzt ist, zu Arztbesuch? Fragt der Arzt,
Was für Beschwerden haben Sie? اینجا به معنی این نیست چه شکایتی دارین. یعنی دردتون چی هست؟ Was für Schmerzen, was für gesundheitliche, also psychische oder physische Beschwerden haben Sie? Das ist eine Beschwerde. Das macht mir das Leben schwer. Das sind Beschwerden. Und dann sagt der Arzt zum Beispiel, nach der Operation, also nach der OP, werden Sie ein beschwerdefreies Leben führen. Also Sie werden keine Schmerzen mehr haben. Sie werden sich nicht mehr beschweren, beklagen über etwas. Also das ist auch Beklagen. Also man beklagt sich über seine Schmerzen und dann ist es beschwerdefrei, sagt der Arzt, verspricht es. Hoffentlich passiert das. Okay, er hat sich bei mir bitter über dich beschwert. Ja, rede dir. Narahat budu bitter. Bitter talch hastisch. Talch, der Morde topische Mann um hat Schekoyatka. Er hat sich bei mir beschwert, Schekoyatka. Es gibt noch etwas anderes mit Beschweren, kommt ja von schwer. Schwer, ja nicht sangin. Also man kann auch Briefe oder Geldscheine mit einem Gewicht, was weiß ich, mit einem Stein oder mit einem Tacker, mit einem Locher, mit Maus, mit Fernbedienung beschweren. Also man kann ein Gewicht drauflegen und das beschweren. Aber hat mit Beschwerde dann nicht mehr zu tun. Das ist Beschweren von einer Sache. Okay, das kommt, also das ist auch familiär damit. Hat damit zu tun. Okay, liebe Freunde, kurz und knapp und bündig haben wir das Wort Inhaber und vor allem Beschwerde. Also mir war wichtig, dass wir das Wort mit Beschwerde arbeiten, weil ihr müsst ja auch ab und zu mal Reklamationsbriefe schreiben oder euch über Verhalten von jemandem beschweren oder über eine schlechte Lieferung, schlechte Leistung beschweren. Deswegen war es wichtig für mich. Also, dann einen schönen Tag wünsche ich euch. Bis morgen sehen wir uns wieder. Tschüss.